angefangen hat es dann mit dem Schulbeginn. Also mit 6 hat er tagsüber da eingenässt und nach einer Zeit lang auch nachts. Und wir haben dann einfach lang gebraucht, bis wir überlegt haben, ja, wo kann das sein? Bis der Kinderarzt dann gesagt hat, es gehört abgeklärt. Und dann sind wir endlich einmal draufgekommen, nach einem Jahr eigentlich erst, dass es organische Ursachen bei ihm hat, sowohl auch psychisch. Und wir haben dann Therapien gemacht mit Medikamenten und alles, die kriegt er bis heute noch. Und physikalische Therapie. Und seitdem haben wir es eigentlich im Griff. Das heißt aber nicht, dass er trocken ist. Also wir haben schon Nächte auch wieder, was sehr viel ist oder halt noch weniger. Das kommt halt immer darauf an, wie es ihm geht. Aber man merkt, wenn er dann Stress hat oder Probleme hat in der Schule, fängt das Einessen wieder an. Wir haben gesagt, du darfst nicht schauen. Wenn es passiert, passiert es. Ich weiß es. Dort, wo du schlafst oder übernachten tust, die wissen es dann auch. Aber es ist ihm sehr peinlich. Also er hat ein Schamgefühl trotzdem noch. Aber wenn ich dann mit den Betreuern rede, zum Beispiel mit den Kinderfreunden eben, hat er trotzdem, er will dort nicht mitfahren, weil er Angst hat, wenn es dort passiert, dass er ausgelacht wird. Und je mehr dann sie einsteigen, umso eher passiert es dann. Mhm. Ja, ich sage, es hat Mobbing stattgefunden in der Schule. Bin dann eben zur Direktion und zur Lehrerin gegangen, was das soll. Man muss ja den Kindern nur erklären, warum man das hat. Ja, sie haben es halt verstanden und es ist halt dann immer schlimmer geworden, bis ich dann gesagt habe, er leidet psychisch und körperlich und gesundheitlich so drunter, da wird man nicht mehr Schule gehen. Er ist mir von der Schule abgehauen. Da habe ich suchen können. Er wollte nicht mehr rein. Jetzt ist er auf einer heilpädagogischen Schule. Zwar halt nur auf Zeit. Aber wir haben gesagt, das braucht er, dass es wieder da fängt. So als seelisch und auch körperlich. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir einen Umzug auch noch. Raus aus der Stadt, aufs Land. Und dort beginnt er dann nächstes Jahr mit Semester dann in die neue Schule. Wobei ich dort von Anfang an klipp und klar stellen werde, dass er das Problem hat. Also ich werde das nicht mehr verheimlichen. Weil es kann in der neuen Schule genauso noch passieren. Es ist nicht vom Thema. Er sagt mir eigentlich auch nicht, wenn eines daheim. Nur ich sehe es. Er sagt sie mir auch nicht. Weil es mir einfach zu peinlich ist. Er schämt sich dafür. Weil er sieht, dass es nicht normal ist, dass ein Kind einnässt. Weil andere hat er gesagt, machen es auch nicht. Warum ich? Und ich habe es ja gemerkt, in der ersten Zeit, er hat sich komplett eingekehrt. Weil er mit nicht klargekommen ist, dass gerade er halt das hat, wo man nichts machen können. Das ist einfach so. Aber er versteht es nicht. Also wir haben auch lange gebraucht, bis wir es akzeptiert haben, dass es so ist. Und ja, es geht jetzt lockerer. Ich denke, dass wir wissen, warum. Wir wissen, wie wir ihm helfen können. Aber man merkt halt, dass die Leute, sobald man das darauf anredet, abweisend sind. Sie wollen das nicht hören, sie wollen das nicht wahrnehmen, dass das da ist. Ich habe es selber gesehen bei mir. Vorzeitig zum Arzt gehen und abklären. Wir haben es zu spät gemacht. Weil wir auch gesagt haben, ja, vielleicht wird es eh wieder besser. Nur wenn ein Kind einmal rein gewesen ist und wieder einlässt, geht es von allein nicht mehr weg. Wir haben den Fehler gemacht, wir haben überall gewartet. Aber wenn ich vergleiche, von Anfang bis jetzt ist es eh schon viel besser. Aber man kann halt trotzdem nicht sagen, dass er schon trocken ist. Und ich weiß, wir werden einen Tag feiern, wo wir dann wirklich sagen können, er ist wieder trocken.